So langsam füllt sich hier die Hütte. Es ist der 5. Dezember. Und wir haben immer noch keinen Weihnachtsbaum, aber, und auch keinen Adventskalender im Adventskalender. Aber das wird sicherlich gleich kommen. Schauen wir mal, was Playmobil so hat. Diesmal ein ziemlich großes Türchen. Oha. Nee, es ist der Adventskranz. Besser spät als nie. Naja, warum nicht? Oh ja, da haben sie sich ja Mühe gegeben. Oha. So viel gebastelt jedes Mal. Naja, wir wollten es ja nicht anders. So. Ha, wie funktioniert das jetzt ganz richtig? Also, ich gehe mal davon aus, dass das hier drauf kommt. Der Adventskranz dann. Hä? Oh, ah, Moment, haben wir gleich. Das kommt hier so rein. Das ist aus Gummi. Das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Kann es wenigstens nicht zerbrechen. Nanu. Schleifchen gibt es auch noch. Oh, lieber Gott, da bleibt ja kein Auge trocken. Und natürlich fällt es vom Tisch. Das ist nicht schön. Das soll nicht sein. Das muss schnell montieren, bevor wieder irgendwas runterfällt. Ist das falsch rum? Ah! So. Ist falsch rum, ja. Zack. Hä? Fünf Schleifchen? Ist das ein Ersatzteil? Möglich. Das Ding. Stern drauf. Ja, sie haben auch fünf Kerzen. Ich gehe mal von außen in Ersatzteile. So. Aber diesmal ist das echt aufwendig, das Teil. Wenn ich an letztes Jahr denke, nicht letztes, vorletztes Jahr, da war nicht so viel. So. Och ja, das ist doch sehr hübsch, nicht? Wir können ja mal den ganzen, das ganze Geraffel hier aus dem Weg nehmen. Was sagen die Minis dazu? Außer irgendwelches Geglucker, was man nicht verstehen kann. Wo ist denn 5 hier? Da ist 5. Was? Hä? Ein Zylinder? Aber ich bin etwas enttäuscht von diesem Adventskalender hier. Playmobil ist irgendwie so viel schöner. Okay, was ist das? Das sind Sitz. Ah, das ist ein Sitzkissen oder so? Kann ich für nichts, absolut nichts erkennen. Ich setze den Pinguin drauf. Vielleicht passt er da rein. Wunderbar. Wenn jetzt noch die Kerzen brennen würden, wäre alles perfekt. Aber man kann wohl nicht alles erwarten. Bis morgen!